In dieser Folge werden Attacken hinzugefügt, Sternenstaub wird ausgegeben, Entwicklungen durchgeführt, all meine Sinnoh-Steine werde ich verbraten, zumindest einige davon. Und die Feldforschung hole ich mir hier direkt mal ab mit einem wilden Raikou. Okay, und eine müsste ich dann noch bekommen, eine Feldforschung im Dezember. Und ich muss sagen, schon langsam habe ich mich wirklich an das Tablet gewöhnt mit dem Werfen. Und muss sogar sagen, wenn ich dann... Wow! Wenn ich dann rüber zu einem kleineren Smartphone wechsle, man hat gar nicht mehr so die Freiheit, so große Kreise zu machen und dann wirklich besser zu treffen bei manchen Pokémon. Natürlich jetzt live der Vorführeffekt, das wird dann, hier treffe ich, genau, das ist der Vorführeffekt. Aber ich muss wirklich sagen, am Anfang war ich skeptisch und dachte mir, boah, ich werde ja hier nie treffen können bei diesen Pokémon mit dem Tablet, aber... Mittlerweile muss ich sagen, bin ich sogar zufriedener hiermit als, beziehungsweise mit meinem anderen Handy konnte ich auch gut werfen, aber genau, ich habe mittlerweile 6 Sinnoh-Steine, alle aus dem PvP in dieser Woche beim Feldforschungsdurchbruch keinen Stein erhalten, sondern Sternenstaub und Sananabären. Übrigens Sananabären, eines von beiden verschwende ich gerade, entweder Sananabären oder Hyperbälle und ich entscheide mich für die Hyperbälle. Obwohl es im Prinzip egal ist, aber ich will... Wow! Raikou auf jeden Fall mit der Sananabeere fangen, jetzt noch im Event. Und Ansage an alle, Pokémon durchgehen, verschicken, vor allem Meltan, Legendäre, die man nicht mehr benötigt. Ja, alles weg, 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 raus damit, bis 22 Uhr bekommt man noch die doppelten Candies und noch alles erledigen, die gestapelten Quests vielleicht abholen. Ich hätte nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ich dachte, das war schon die Attacke. Bitte noch nicht wegklicken, es wird noch... Jetzt hör mal auf, da mich zu foppen hier. Es wird noch spannend, keine Sorge. Raikou lacht mich gerade aus. Okay, ich glaube, PewDiePie, schneide mal, wenn ich das Ding dann gefangen habe. Wow. Komm jetzt. Dreimal wackeln und dann bleibst du drin mit 12 Candies. Das wäre genial, das ist sogar genial, denn ich... Habe ich jetzt mein 100er schon komplett gelevelt? Ich glaube, ein Power-Up oder so fehlt dem noch. Und 12 Candies, ja, ist denn das die Möglichkeit? So gefällt mir das. 24 Candies habe ich. Ja, gleich mal eingeben. So, Raikou, mein 100er. Ich habe 2 gelevelt. Nein, mein 100er ist noch nicht Maximum. Was ist denn da los? Direkt mal 3378, okay. Interessant außerdem, ist jemandem mal aufgefallen, dass die Zahl in grün steht? Warum sollte die in grün stehen? Grün heißt, es geht rauf. Wird man mal die Pokémon runterleveln können und dann steht sie in rot? Na, denkt mal drüber nach. Okay, und ich fange an mit Togekiss. Diesem Togekiss möchte ich, dachte, das kostet 100 Candies bei dem, aber zum Glück nur 50. Diesem Togekiss werde ich eine zweite Attacke beibringen, denn ich muss sagen, mit Togekiss kämpfe ich gerne in der Meisterliga. Ja, neue Attacke. Wäre natürlich schlau gewesen, aber ich bin kein Hellseher, wenn ich von Anfang an Togepi die zweite Attacke beigebracht hätte. Antikkraft, genau den Move wollte ich mal ausprobieren. Ansonsten muss ich dann schauen, ob ich mir vielleicht noch eine Flugladeattacke hole. Aber genau, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Togepi schaue, da kostet es nur 10.000 Sternenstaub und 25 Candies. Aber die Entwicklung, die fand schon... Hier, das ist ein 2017er, rechts steht das hier oben. Von daher, das konnte ich nicht ahnen. Aber mit diesem Pokémon bin ich echt zufrieden für PvP. Und jetzt habe ich mir noch einige vorbereitet. Entwi. Und zwar machen wir dann gleich weiter wieder mit dem Hinzufügen bei einem Magpie. Ein 98 habe ich neulich im Video ausgebrütet. Richtig genial. Das wird mein Magbrand. Und bevor ich entwickle... kommt da eine neue Attacke. Ich weiß zwar nicht, ob ich eine dritte Attacke bei Magbrand überhaupt benötige, aber das ist ja echt ein Schnäppchenpreis. Und bei Magpie so günstig, bei Magbrand wäre es dann richtig teuer. Und wenn ich schon ein 98er, das hat 15, 15, 14, wenn ich schon ein 98er habe als Baby, dann muss ich diese Chance einfach nutzen, denke ich mir. Und da direkt die zweite Attacke hinzufügen. Ich habe zwar jetzt gerade gar nicht nachgesehen, aber ich glaube, Magbrand kann nur Feuerattacken erlernen. Deshalb nur Feuer
ist für Raids nicht so sinnvoll, weil man verwendet sowieso dann immer die bessere Feuerladeattacke. Für PvP eventuell, wenn die Balken anders sind. Aber mal schauen. So, Feuerschlag, Feuersturm. Und man wird sehen, bei der Entwicklung ändert sich die komplette Attackenkombination natürlich wieder. Ich habe einen Sinnohstein, der kommt da rein ins Pokémon-Fein. Und die Entwicklung zu Magbrand ist ein neuer Pokédex-Eintrag für mich. Und ja, 98er, da kann man, glaube ich, nicht meckern. Das ist schon ziemlich genial, vor allem, weil Angriff auch auf 15 ist. Hui, 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 hui. Megamäßig. Und da ist der Eintrag, sehr schön. Rihornior sieht man da auch. Das kommt natürlich auch noch heute dran. Und wir haben Feuerschlag, Feuersturm. Und in diesem Fall für PvE, also gegen Raids, würde ich sagen, unnötig, dass ich zwei Attacken habe, weil ich setze sowieso dann immer die stärkere ein, würde ich sagen. Beziehungsweise vielleicht, wenn ich dann noch ganz knapp die Energie habe. Aber für PvP mit Feuerschlag ist schnell aufgeladen, könnte ich dem Gegner die Schilde wegziehen. Und dann mit Feuersturm ordentlichen Schaden reindrücken. Okay, machen wir weiter mit den Sinnohstein-Entwicklungen. Ich entwickle ein totes Rizeros. Das ist mein bestes Rizeros. Das habe ich damals schon komplett gelevelt, auch so für die Raids. Und, oder von ganz, ganz damals in der Arena, als sie Rizeros dann plötzlich geboostet haben, wettkampfpunktemäßig, habe ich Rizeros häufig in die Arena gestellt. Die Größe von Rihornior wurde nun auch behoben. Jetzt ist Rihornior so groß, dass man es nicht mal komplett in diesem Screen sieht. Ja, 2016er. Das Ding habe ich schon echt lange. Was machst denn du für einen Move? Ay caramba! Genau, Attacken, Lehmschelle, Steinkante. Will ich jetzt haben für Heatra natürlich, als Raid-Counter. Jetzt müsste ich aber entweder neue Attacke beibringen oder eine TM verwenden. Mal schauen, wofür ich mich dann noch entscheide. Aber ein Skorgler, 2017, 100%ig. Kann es im Kampf mit allen, KP ist die beste, Angriff ist klasse, Verteidigung ist klasse, die besten. Also 15 aus dem Jahre 2017, 31. März, krasse Sache. Wird auch entwickelt mit einem Sinnohstein. Skorgler wird zu Skorgro. Mal schauen, wie viele Wettkampfpunkte das Ding erreichen wird. Ich glaube, ich befürchte, es wird sich knapp nicht für die Hyperliga ausgehen. Keine Ahnung, 2,6 oder irgendwie so. Oder 2,8 vielleicht, mal schauen. Was das Aussehen betrifft, aber schon sehr genial. Und dich sieht man zumindest komplett auf dem Screen. Ah, 2,6, 3,4. Okay. Na, ja, kann man nichts machen, aber ich levele das Ding zumindest direkt komplett hoch. 19 WP bekommt es dazu bei einem. Und einer geht noch. Mal wieder ein bisschen Sternenstaub ausgeben. Schilling, du hast so viel Sternenstaub. Gib mal Sternenstaub aus. Schilling, warum gibst du Sternenstaub aus? Okay. So, sind die 2,7 noch drin? Nein, die 2,7 sind nicht drin. 2692 hat ein 100er. Skorgro. Zornklinge und Nachthieb. Okay. Weiter geht es im Text. Ein Glücks. Und zwar von Paul. Grüße gehen raus, aber ich glaube, der spielt nicht mehr und schaut dementsprechend auch meine Videos nicht mehr. Ja, ein paar Leute haben aufgehört. Schade eigentlich, aber vielleicht bei der Kälte kann man es auch ein bisschen verstehen oder wenn einem diverse Features nicht mehr gefallen. So, ein Lucky ist auch fein. Wie es ausrastet. Komm mal klar, und da sieht man die Größe, ziemlich klein, aber fein. 2868? Das Ding wird 3k aber locker erreichen. Nicht schlecht. Kraftreserve, Solarstrahl. Okay. Und dann haben wir noch ein paar nicht so besondere, spannende Entwicklungen, würde ich mal sagen. Aus dem schneebedeckten Pokémon wird ein Blizzard. Rex Blizzard wird daraus nämlich locker flockig schon genügend Candies. Nur bei Klibunkel und Kokage ist es sich leider bei mir noch gar nicht komplett ausgegangen, denn die sind so selten. Irgendwie, und ich habe die nicht gefunden, obwohl ich wirklich die letzten Tage viel gezockt habe, muss man sagen. Ja, sieht witzig aus, das Ding, muss man schon sagen. Pflanze Eis ist vielleicht auch, wenn man sich ein 1500er holt, ganz interessant für die Superliga im PvP.
dann, man wird es nicht glauben, aber ich habe noch kein Driftlon entwickelt. Zu einem fliegenden Zeppelin, Driftzeppeli. Oder habe ich? Ich glaube, ich habe den Pokédex-Eintrag noch gar nicht. Auf jeden Fall ist da der Schatten noch zu sehen gewesen. Das hier hat relativ gute EV und direkt hohe WP, was mir gefällt. Genau, der Pokédex-Eintrag hat mir sogar noch gefehlt. Ich habe vielleicht insgeheim auf den Shiny gehofft, aber dem war offenbar nicht so. Hätten wir diesen Eintrag auch in der Tasche. Sehr schön, werde ich aber nicht leveln oder eine neue Attacke oder irgendwas. Das wäre unnötig. Und Skunkapu wird zu Skuntank. Habe ich auch noch nicht geholt. Machen wir direkt mal. Und dann waren das schon mal definitiv einige neue Pokédex-Einträge für diese Folge. Also jeder, der eventuell vorhat, ein Baby zu entwickeln. Das kann jetzt Togepi sein zu Togekiss in Summe. Das kann ein Magby zu zu Magbrand sein. Das kann ein Elekid zu Elevoltag. Auch direkt mehr als 2k. Dann, man muss nicht direkt eine dritte Attacke, aber wenn man überlegt, irgendwann vielleicht hätte ich Magbrand, würde ich Magbrand schon verwenden, dann schon vorher die dritte Attacke hinzufügen, weil danach ist es viel teurer, das zu bedenken. Ansonsten, genau. Ja, schöne neue Sammlung, würde ich sagen. Das gefällt mir. Ansonsten, heute endet das ganze Spektakel. Also wirklich noch jede Süßigkeit nutzen, jedes Candy nutzen, irgendwo rauskratzen, noch Pokémon verschicken, noch fleißig fangen, noch die Quests alle abholen, ob da noch irgendwas Seltenes drin ist, Feldforschung noch fangen und so. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.